Gut, dann stehen wir hier gerade. Hui! Au! Knie! Kein Problem. Einfach weitergehen. Wir sollten uns vielleicht wieder ein bisschen umhorchen hier bei den Wehrgängen und so. Ob irgendwer unserer Leute hier irgendwas labert. Zu irgendwelchen Themen. Gut, jetzt haben wir die Quest des Bullen abgeschlossen. Die Frage ist, was als nächstes? Dann gehen wir mal zum Bullen und reden nochmal mit dem. Ich versuche die ganze Zeit immer so abzuhorchen, ob hier irgendwer von unseren Leuten anfängt, über irgendwas zu reden, was Cole vielleicht gemacht haben könnte. Wir können ja schon mal mit Cole reden, wenn wir schon mal hier sind. Da ist schon so ein Buch von Varric. Sie weiß, sie werden sie töten. Sie kann nur retten, was wichtig ist. Kostbarer Platz, um sich an ihr Lächeln zu erinnern. Auch wieder eine Anspielung, die ich gerade nicht kriege im Kopf. Vermutlich. Wer war ihr Vorgänger? Sarah hat doch nicht, soweit ich weiß. Natürlich. Folgte den steinigen Pfad, kühn trotzend aller Niedertracht. Ich hoffe, ich kann der Sache dienen. Aha. Wie meinst du das? Bulle, sonst was? Mann, diese Dienstmädchen sind ganz schön munter. Na gut, bis später. Bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Krem? Ein Jammer, dass aus der Allianz mit dem Volk des Häuptlings nichts geworden ist. Er hat noch nichts gesagt. Weiß wirklich nicht, wie man auf Stühlen sitzt. Hast du gerade eine Idee, was wir machen können? Fallen euch noch andere auf? Im Moment wüsste ich wenig überraschend, denn wir haben die bisherige Aufgabe noch nicht abgeschlossen. Wir brauchen mehr Sitzplätze für die Zuschauer. Sie werden entscheiden. Sandra. Es ist so schön, euch zu sehen. Ach komm, lass Zeit verbringen. Ich hatte gehofft, wir könnten ein wenig Zeit miteinander verbringen. Wie könnten wir uns wohl die Zeit vertreiben? So. Wir sind gerade hier schon dabei, romantische Dinge zu tun. Und... ach schön. So, jetzt sind wir wieder hier oben in der Schmiede und springen direkt wieder runter und überlegen, was wir als nächstes machen könnten. Schauen wir mal. Tagebuch. Wir gehen noch nicht zu den... ich glaube, wir müssen wirklich in die Westkarte gehen jetzt. Ach komm, wisst ihr was? Weltkarte. Westkarte. Ort Reisen mitnehmen, tun wir Cassandra. Blackwall müssen wir auch mitnehmen, wegen der Wächtergeschichte. Und dann nehmen wir noch mit, hier lass mal Dorian mitnehmen. So. Bist du 3 Stufen oder mehr über einem Gegner oder einer Kreatur, erhältst du keine EP mehr, wenn du ihn oder sie im Kampf bezwingst. Was? Nein! Und hier haben wir einen Nack. Nacks sind tolle Tiere. Diese Schweinskaninchen aus der Tiefe. Nachladebildschirm, es wird wieder die Einladesequenz mit Speeren Harding geladen. Es wird schon noch schneller geladen. Die Musik beginnt zu spielen und da sind wir. Sitor, willkommen in den Westgraten. Wir haben südwestlich von hier Wächter gesichtet, wissen bis jetzt aber nicht genau, was sie dort treiben.
Angesichts der Sandstürme und wilden Tiere haben wir noch nicht viel von der Gegend hier erkundet. Einer meiner Männer ist auf eine heiße Quelle gestoßen und hat allen Ernstes behauptet, über ihm wäre ein hoher Drache gekreist. Kurz, das hier könnte der schlimmste Ort auf Erden sein. Seid also vorsichtig da draußen. Das ist doch kein Bericht. Danke für die Warnung. Das ist doch kein Bericht. Was? Komm hier, immer freundlich zu ihr sein. Tja, dann weiß ich jetzt ja, was mich erwartet. Tut mir leid, dass ich euch nicht mehr sagen kann. Wir haben einen Boten der Venatori abgefangen und überredet, uns die Befehle zu überlassen, die er bei sich hatte. Wir haben sie hier. Die ganze Gegend hier. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Seid vorsichtig. Ich kann nicht oft genug betonen, Speeren haben... Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Nicht jetzt. Dafür fehlt mir im Moment die Zeit. Natürlich, Sir. Speeren Harding in Dragon Age 4 als romanzierbaren Gefährten dabei haben. Unbedingt. Abgefangene Virtu-Nachricht. Octavian, unsere Verbündeten, die Templer, orientieren sich um und verlassen ihre Minen in den Schluchten. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf die Ausgrabungen und die Beschwörung. Sprecht mit unseren Weißklauen-Partnern. Ich schicke euch weitere Ressourcen. Service. Jetzt kannst du mir sagen, was los ist. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Na komm, lass hören. Setzt mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Geologische Studie der Westgarten. Toll. Schauen wir auf die Karte. Was haben wir denn so hier? Ach, du Scheiße. Was ist das? Venatori. Lyrium. Unerledigte Geschäfte. Erinnerung der Grauen. Ein Lager. Wir müssen in die Richtung gehen, um die Hauptquelle zu machen. Gott, was tun wir jetzt hier? Wir gehen jetzt mal diesen Riss hier schließen. Und der nähere ist da hinten, oder? Egal. Riss wird geschlossen, das ist alles, was zählt. Und danach gehen wir, glaube ich... Okay... Mit den, mit der Tatsache, dass hier unser... Auf nimmer Wiedersehen! Die sind doch aber ein Dämon zu beseitigen hier und dann kommt jetzt da sowas hier. Wo kommen die Dämonen? Mal schauen. Bannen wird gebraucht. Okay, bann einmal hier Cassandra. Eine magische Säuberung nach... Ach, das wird in der Nähe von ihr sein. Na verdammt, dann gehen wir lieber hier hin. Cassandra, kann sie jetzt vielleicht noch gerade so eine magische Säuberung durchführen? Okay, hat nicht geklappt, egal. Einfach hier reinhalten, hier die Dinge und die ganzen Viecher gerade in Panik. Bleib mit seinem scheiß Käserad da. So, einmal dicht machen. Mit der Magie und Frostessenz für eine Frostrune und Todeswurzeln. So, zwei Macht erhalten. Macht ist wirklich zu brauchen in letzter Zeit. Auf jeden Fall. Es macht das Wichtigste, was wir momentan brauchen. Oh, guck mal, das ist eine Hyäne. Beschissene Blindenhunde. Hyänen sind die blinden Hunde der Wüste. Das Schwert weg, Kollege. Oh, ein Fennec. Oh, es ist tot. Oh, eine Hyäne. Alle stehen hier einfach nur. Und warten wirklich darauf, dass wir den Angriff führen.
Und bam. Wir machen tatsächlich zuerst jetzt erstmal direkt die Hauptquest mit den Wächtern. Was ist hier passiert? Untersuchen wir mal Forschungsvorräte, Aufzeichnungen und Instrumente, die augenscheinlich vom Studium, dem Studium von Drachen dienen. Und Gold. Eigentum von Frederick von Zero, Universität von Orléans, Forschungslagern Naseus Pass. Gestohlene Vorräte. Wer in aller Welt würde irgendetwas in diese Einöde schicken? Ja. Was ist hier passiert? Wer das auch war, er wird dafür bezahlen. Ja. Quest voraus. Alte Wegmarkierung der Kirche. Die Kirche benutzte diese Symbole vor langer Zeit, um den Weg zu geheimen Orten zu markieren. Von Passanten werden sie häufig irrtümlich für simple Schnitzereien an Felsen und Bäumen gehalten. Ein Kirchensymbol hier draußen? Seltsam. Was haben wir denn hier so? Das sieht für mich aus wie ein Steinbruch. Und wenn es ein Steinbruch ist, dann möchte ich den haben. Es ist ein Steinbruch. Für die Inquisition. Unser. Was zu lesen. Unsere Herrin von Underfels. Ist das... Aha, es ist ein längeres Buch, das wir dann lesen können. So, weiter geht's. Irgendwas ist hier noch. Ah, eine Todeswurzel. Ach komm, scheiß drauf. Da hinten ist ein Okularum, glaube ich. Und da unten sollten wir nicht reinfallen. Es gibt noch eine ganze Menge Kram. Auf den Spuren der Kirche. Alle Sachen, die wir nachher angehen können. Erstmal wird hier erkundet. Da hinten ist schon ein Riss. Und ich glaube, über uns... Oh, fuck. Ein Traum! Sagt mir, dass wir nicht mit dieser Kreatur kämpfen werden! Also zumindest jetzt noch nicht. Weißkrallenräuber. Okay, der Drache ist da hinten. Hey, Freunde! Okay, das ist ein Schurke. Schurken direkt erstmal direkt ausschalten. Da hat der Schurke sich wohl gedacht. Bam. Und hier auf die Fresse. Einer weniger. Forschungsvorräte. Der hat beschlossen, dass er super liegt hier. Hier haben wir noch so einen. Die Spur führt weiter. Ach, wir folgen gerade tatsächlich aus Versehen den Spuren der Kirche hier. Egal, folgen wir einfach bis zum Ende durch. Das können wir direkt angehen hier. Einfach der Straße folgen. Hier. Aktivieren. Oh. Was ist das denn für eine schöne Scheiße hier? Ich hab grad den Drachen gehört. Ah. Einsatz freischalten. Zurück! Das ist Wahnsinn! In der Himmelsfeste weiß sicher jemand eine Lösung. Ja, da müssen wir von anderem mal kommen. Aber hier haben wir erstmal Kirchenkram. Ein Paragon, schon mal da vorne, da oben ist irgendwie so ein Raptor, der hier rumrennt.
Gut, dann können wir uns in der Himmelsfeste vermutlich dann demnächst hier was freischalten lassen, um da durchzukommen. Ein Stachelrücken. Okay, das Wildleben lässt uns in Ruhe. Wir gehen auf diesen Rest zu. Was ist das? Ach, Krähen. Die hier... Geier. Es sind vermutlich... Ist Krähen oder Geier? Ich weiß es nicht. Hallo, Freunde. Aufs Maul gibt's hier. Das kannst du dir aber nicht, dass du uns auf die Eier gibst. Und wo ist unsere Maus? Da, jetzt stellen wir erstmal den Rest. So, Cassandra müssen wir zu... Wo ist Cassandra? Cassandra steht da schon ganz gut. Erstmal gucken. Gut, Cassandra geht nach dahin. Dorian wird ein Bannen auswirken auf. Gucken, wo können wir mehr als nur eine Person treffen? Nirgendwo. Gut, dann aber. Dann mach einfach hier so platt. So, und Cassandra darf dann direkt eine magische Säubung machen. Ach, die kann sie gerade gar nicht machen. Das ist blöd. Der ist direkt ausgeschaltet worden. Gegner der Stufe 11. Da sind wir schon 3 Stufen drüber. Wir kriegen keine XP mehr für das Bild von diesen. Steigen wir auf. Bringt uns verbessern explosiven Schusses. Na, das bringt uns jetzt sehr, sehr viel. Die Wächter sind da hinten. Da unten so. Wir laufen hier gerade vorbei an allen möglichen Sehenswürdigkeiten und so weiter. Da kommen wir die Schlucht runter. Lazurit mitnehmen. Einmal kurz hinunter. Nein, nein, ich wollte das beanspruchen, du mieser Idiot. Beanspruch das. Das Spiel sagt nein, solange wir hier nicht, Was? Oh, erstmal plündern, was hier unten ankommt. Ein Fennekfell. Was geht da oben an? Hundsleder. Nichts berührt das Hundsleder. So, jetzt probieren wir das nochmal hier mit dem Anspruch. Unser Abkürzung. Folgende Nachricht wurde in das Holz angeschnitten. Kann ich euch eine Leiter bringen, um euch loszuwerden? Was? Alter, was? Was geht denn hier ab? Wir sind im Kräuterparadies. Hier können wir was untersuchen. Forschungsvorräte und so ein Kram.
fast unleserliche Notiz. Jeanette, seid vorsichtig, wenn ihr die Ausrüstung von der Universität zurückbringt. Markus hat gefährlich aussehende Personen bei den Höhlen der Nähe der Straße gesehen. Banditen, Briganten oder ähnliche Kreaturen von niedriger Intelligenz. Ich weiß nicht, was sie mit uns oder unserem Forschungsmaterial anfangen sollten, aber Vorsicht besser als Nachsicht, Frederik. Und hier ist eine Höhle, da gehen wir mal rein. Oh, ein Mosaikstück. Vom Erzdämon. Plündern. Schattenjägerbogen, antivandischer Spielzeugsoldat. Wie sieht unser Inventar eigentlich aus momentan? Oh, geht noch. Passt noch ein bisschen was rein. Verblasstes Tagebuch. Wir wissen, dass sie hier waren. Sie haben überall diese schrecklichen Statuen von Andraste aufgestellt. Heimlich geht anders. Wir wissen, dass sie eine Methode gefunden haben, die Besänftigung rückgängig zu machen. Aber bis jetzt haben wir nichts entdeckt, das uns Einzelheiten darüber verraten hätte. Ich hasse diese Statue. Sie grinsen mich ständig höhnisch an. Von wem reden die? Von den Suchern? Elite-Söldner-Harnisch. Den will ich mir mal ansehen. Ach, es geht nur für Schurken. Und wir haben gerade keinen Schurken dabei. Ghoulbart. Na, dann nehmen wir das mal. Dann beanspruchen wir die Höhle mal. Verlorene Götze. Das Relief auf dem Boden stellt Jünger von Razzikale, dem alten Gott der Geheimnisse, bei einer religiösen Zeremonie dar. Ach so. Nette kleine Höhle hier. Komm, raus hier. Okay, nicht nochmal machen, dumme Idee. Merkt, Wasser ist nass. So viele Kräuter! Blutlotus. Wir sollten uns vielleicht mal eine neue Ausrüstung herstellen. In Bälde. Das Zeug ist respawned, glaube ich. Egal, wieder hoch. Ich bin froh, dass sie mit dieser Abkürzung reingesetzt hat. Das ist sehr freundlich gewesen. Sieht zwar überaus morsch aus und gefährlich und wird vermutlich auch nur von Menschen mit suizidalen Tendenzen benutzt, aber ich bin sehr glücklich, dass das da ist. Was ist da? Auf den Spuren der Kirche, ach so. Aber was haben wir sonst noch hier in der Nähe? Eine Sehenswürdigkeit hier, ein Lager da. Die Wächter da. Okay, jetzt zerlegen wir mal den Stachelrücken hier. Ich frag gar nicht, was du bist. Du komische Mischung aus einem Stachelschwein und einem Vogel und was weiß ich nicht alles. Banner der Wächter. Da erkennt man dann, dass ein Griffhorn drauf ist. Halt, Spuren der Kirche sind irgendwo da, ist die Spur der Kirche. Todeswurzel.
Weißkrallenräuber. Komm. Okay, da können wir nicht hoch. Das ist offenbar nicht machbar. Das war ein netter Versuch, aber nix da. Okay, der verpisst sich sowieso schon. So, immer schon das Herz rausreißen und sowas. Forschungsvorräte, die wir sammeln müssen, kommen wir später für die Quest nötig sein. Gut, ich glaube, die Wächter sind da hinten. Ziemlich Wächter sind auch da hinten. Hol dich der Bauer! Plündern. Hyänenzähne, Tiefenpilze. Wir folgen weiter dem Pfad. Ach so, fliegende Leichen. Gekritzelte Notiz der Räuber. Karawane mit Flüchtlingen haben sie von der Straße gedrängt. Damit waren wir außerhalb des Sichtfelds der kaiserlichen Soldaten kassierten. Damit wir außerhalb des Sichtfelds der kaiserlichen Soldaten kassieren konnten. Hälfte tot, aber ihr könnt die Verwundeten abholen. Da ist ein Lager. Todeswurzeln gesichtet. Dies könnte ein geeigneter Ort für ein Lager sein. You don't say. Gut, dann gehen wir direkt weiter. Ja. Beanspruchung von Griffon Flügel Denkmal. Zu Ehren der Schwingen von Adamant, jenen tapferen Griffons, die ihr Leben gaben, um die Verderbnis auf Distanz zu halten. Im Krieg Sieg, im Frieden Wachsamkeit, im Tod Opferbereitschaft. Ach ja, das Motto der Wächter. Der Forscher. Besucher? Dem Erbauer sei Dank! Ich habe lange mit niemandem mehr gesprochen. Seid ihr auch hier, um die Wildnis zu beobachten? Nicht direkt. Ich denke, ich habe eure Vorräte gefunden. Ein toter Mann in der Wüste hatte das hier bei sich. Tot? Gesegnete Andraste. Was ist mit Marcus oder Jeannette? Das sind schreckliche Nachrichten. Ich bin Frederik von Serot, meines Zeichens führender Experte für Drakonologie in Orlais. Ich kam mit einer Expedition der Universität hierher. Hat geklappt. Aber die anderen sind alle verschwunden. Und unsere Arbeit ist ins Stocken geraten. Weißkrallenplünderer haben den Großteil unserer Vorräte gestohlen. Ja, die haben wir schon geschafft. Ihr werdet mir doch helfen, die Ausrüstung zurückzubekommen, oder? Irgendjemand muss schließlich für den Fortschritt der Wissenschaft eintreten. Ich habe Vorräte gefunden. Erstmal nachforschen. Erzählt mir von diesem Ort. Ihr seid ein Scholar. Was könnt ihr mir über diese Gegend sagen? Die Westgrate sind ein bemerkenswerter Ort, wie ihr zweifellos wisst. Sie sind der Lebensraum vieler überwältigender Kreaturen. Wargests, Drachen, Phönixe. Sie gedeihen, wo kaum etwas überlebt. Das Land wurde durch die zweite Verderbnis vergiftet. Aus jener Zeit stammt auch die Wächterfestung. Mhm. Vor der Verderbnis herrschte hier das Alte Reich. Vielleicht habe ich neulich deshalb einige Teventeraner gesehen. Ich denke, sie studieren die Ruinen. Lieber nicht in deren Nähe gehen. Seid ihr hier draußen sicher? Eure Kollegen sind verschwunden und in der Gegend wimmelt es von Plünderern. Solltet ihr wirklich alleine hier draußen sein? Ich weiß nicht, was aus meinen geschätzten Kollegen geworden ist, aber mich haben die Plünderer bis jetzt in Ruhe gelassen. Ich habe auch graue Wächter und Fremde mit seltsamen schwarzen Gewändern gesehen, aber auch sie scheinen mich zu ignorieren. Erzählt mir doch von euch. Erzählt mir von euch. Ich bin Professor an der Universität von Orlais. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ein Standardwerk über das Jagdverhalten von Drachen und ihresgleichen zu verfassen. Oh. Allein meine Notizen von dieser Reise füllen 20 Schriftrollen.
Das ist mehr Wissen über den südlichen Vagus, als je zusammengetragen wurde. Aber ich hoffe, eines Tages einen abyssischen Hochdrachen beim Schlagen seiner Beute beobachten zu können. Das ist bis dato noch niemandem gelungen. Ich habe übrigens eure Vorräte gefunden. Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Aber... Oh, ein Teil unserer Ausrüstung ist immer noch verschwunden. Falls ihr noch mehr findet, lasst es mich bitte wissen. Alles klar, bis dann. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. So. Noch ein... Also, jeder, der diese Wüste betritt, stirbt. Aber Frederik krümmen sie kein Haar. Merkwürdig. Ja, sehr merkwürdig. Fast schon, als möchte man einen Questgeber schützen. Da sind auch noch Erinnerungen der Grauen. Oh Gott, es gibt so viel in dieser Wüste. Und das Gebiet ist riesig, würde ich schon sagen. Okay, einfach weiter der Straße folgen. Einfach immer weiter der Straße folgen. Das sieht für mich sehr stark nach einem Drachenkampfgebiet aus. Hier liegen tote Leute rum. So, wir müssen da lang. Da ist schon das Teil, wo wir hin wollten. Oh, ein Wagest. Zum Glück ignoriert das Wildleben uns hier ganz gekonnt. Es kann nicht mehr weit sein. Ich habe ganz kurz gehört, ich hätte hier Flügel geschlagen gehört. Was haben wir denn da? Was denn das? Was denn hier los? Ein Phönix. Huch! Da ist der Eiskalt über uns rüber gesprungen. Ist du wohl... Oh, der kann auch Feuer speien. Alter, wir können... Der Knaufschlag ist so beschissen. So. Kram weg, lesen. Notiz eines aufständischen Magiers. Es hat mich immer zu angestarrt, das musste weg. Ich weiß nicht, wovon er redet, aber gut.